So, hallo Leute, heute gibt es wieder ein Tutorial. Heute will ich euch mal zeigen, wie man ja, die Haut weich macht, smooth. Manche sagen eine Airbrush-Technik dazu, wird oft in der Modelfotografie verwendet, habe ich mir sagen lassen. Und wie das funktioniert, will ich euch hier an einem Beispiel mal zeigen. Ich blende es mal kurz aus und ein. Ich habe es da schon mal gemacht, dass ihr seht, wie es aussieht. Ich glaube, man kann es gut sehen. Ich gehe mal auf Vollgröße. Gehen wir mal hierher. Die Haut wird weich, gleichmäßig und sieht einfach schöner aus. Gut, und wie funktioniert das Ganze? Ich blende einmal aus. Man hat hier das Original. Das dupliziert man einfach zweimal. Wichtig, schaut, dass es ein Smart Objekt ist. Rechtsklick, ins neue Smart Objekt durch Kopie. Wenn ihr keins habt, macht auf jeden Fall ein Smart Objekt draus. Ihr könnt dann jederzeit wieder zurück. So, das erste nennen wir mal einfach Haut weich und beim zweiten wollen wir die Details zurückholen, also nennen wir das Details. Gut, die Haut weich funktioniert ganz einfach mit dem Filter in einer Weichzeichnungsfilter mit Matter machen. Ich ziehe mal rein. Ups, ich muss das obere ausblenden, sonst seht ihr es nicht. Nochmal. Weichzeichnungsfilter matter machen. Und jetzt könnt ihr euch die Werte einfach mal nach oben ziehen. Wäre ein bisschen zu viel. Jetzt gehe ich hier einfach einmal wieder zurück und schauen wir das an, was passiert. Gehen wir mal auf 50. Da ist noch immer zu viel. Immer nur, dass man die Konturen erkennen kann. Gehen wir mal auf 31 und den Radius noch ein bisschen zurück. Ich glaube, jetzt ist gut. Die Haut ist schön weich. Man sieht noch Konturen. Und dann bestätigt er einfach mit OK. Dauert ein bisschen, je nachdem, wie schnell euer Rechner ist. Ich hoffe, meiner ist recht flott. Ja, okay. Dann gehen wir zu den Details. Hier nehmen wir den Filter und das sonstige Filter, Hochpass. Und jetzt hier einfach, ich gehe mal auf 0, gucken, wann die Details oder die Struktur der Haut wieder zurückkommt. Das ist bei jedem Bild ein bisschen verschieden. Bei dem brauche ich jetzt ein bisschen mehr. Oftmals ist man bloß bei 3, 4. Das war zu viel. Ja, so glaube ich, schaut es ganz gut aus. Gehen wir mal so. Man sieht hier die Struktur der Haut wieder. Und die ganzen Konturen bestätigt man mit OK. Das Ganze setzt ihr dann in den Modus hartes Licht. Und jetzt sieht es auch noch nicht gut aus. Jetzt markieren wir einfach die beiden Ebenen. Ich mache mal zu. Einfach die Kommando- oder Steuerungstaste gedrückt halten, beide Ebenen markieren, Command G oder Steuerung G und dann habt ihr eine Gruppe. Hier könnt ihr auch weiche Haut schreiben oder wie auch immer, ist ja im Prinzip wurscht. Wir legen uns über diese Gruppe eine Ebenenmaske. Das erreicht ihr mit diesem Symbol hier unten. Haltet die Alt-Taste gedrückt, dann wird es gleich eine schwarze Maske. Und jetzt können wir uns die weiche Haut zurückzeichnen mit dem Pinsel. Deckkraft, ja, ca. 50%, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Weiß als Vordergrundfarbe und die Härte 0. Ich mache es mal ein bisschen größer und jetzt pinsel ich einfach darüber. Und man erkennt jetzt noch nicht so viel, aber ihr werdet jetzt gleich sehen, wenn ich es aus- und einblende, was hier passiert. Ihr müsst es natürlich genauer machen. Ich pinsel jetzt mal ein bisschen schnell da drüber, obwohl das Ergebnis mit Sicherheit auch schon nicht schlecht ist. Okay, müsste mal reichen. So, und jetzt gehen wir wieder auf die 100% Ansicht, damit ihr auch was erkennen könnt. Gehen wir in diesen Bereich und ich blende es aus und ein. Man sieht schon, was passiert ist. Alles ist angeglichen worden. Hier ist es schön weich
Zuvor natürlich die ganzen Unreinheiten hier wegmachen mit dem Healing Brush oder mit der Frequency Separation. Das erkläre ich vielleicht irgendwann später mal. Jetzt ist es nur um die Haut gegangen. Hier sieht man es auch recht schön. Ein toller Effekt, schnell gemacht. Ja, und das war's. Wenn ihr Lust habt, besucht mich auf meiner Facebook-Seite und vor allem klickt Gefällt mir. Man lebt von Gefällt mir Klicks. Also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn hier sich ein bisschen was bewegen würde. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.